Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast der Sacred Conversations, Gespräche zwischen Mutter und Tochter im Rahmen der Lebensfreude Lounge. Ja. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge. Heute habe ich 13 Fragen mitgebracht, die ich Madeleine jetzt gleich stelle. Sie hat keinen blassen Schimmer, was auf sie zukommt. Und ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös, oder? Ein kleines bisschen. Ich habe mich gerade eben gefragt, auf was ich mich da schon wieder einlasse, was ich da schon wieder für eine Idee hatte. Aber ja. Okay, 13 Fragen. Deshalb habe ich auch heute meine Brille an, auch wenn das ein bisschen spiegelt. Ich habe sie mir hier aufgeschrieben, damit wir auch einen Faden haben. Und ich kann dich beruhigen, wir starten mal ganz sanft und werden uns dann steigern, okay? Okay. Erste Frage. Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen. Also, früher hätte ich gesagt Pizza, Pasta etc. Aber ich habe was Neues kennengelernt, was einfach nochmal einen ganz anderen Geschmack bringt. Und das ist Tteokbokki. Du weißt nicht mal, was das ist. Nö. Erklär mich auf. Ja, das ist so ein, das ist ein koreanisches Gericht, ist scharf, wie so eine Art Eintopf. Naja, eigentlich kein Eintopf, aber es wird mit so Reisküchlein gemacht. Okay. Die Konsistenz muss man mögen. Und es ist halt einfach ein anderer Geschmack, weil Pizza und Pasta hat man sich irgendwann ja satt gegessen. Okay. Es ist was Neues, also ja. Eine Frage, die jetzt hier nicht auf meinem Zettel steht. Wann komme ich in den Genuss, das hier mal zu genießen? Wenn wir hier auf Zypern Reiskuchen und Gochujang-Paste. Okay, gut, werde ich bestellen. Okay, zweite Frage. Dein Lieblingsfilm? Oh, Lieblingsfilm. Was ich wirklich sehr gerne gucke, immer noch, ist Harry Potter. Bin total Harry Potter-Fan. Zurück in die Zukunft habe ich auch total geliebt. Habe ich eine Weile lang jeden Tag geguckt früher. Lieblingsfilm. Tja, das sind so die ersten zwei, die mir wirklich einfallen, so direkt. Okay, sehr gut. Dein mutigster Schritt bislang? Oh, da kommt mir direkt der Potenzialkongress. ich würde mal behaupten, ich habe viele mutige Schritte gemacht in den letzten Jahren. Allein, dass ich mich direkt selbstständig gemacht habe nach dem Abi oder dass ich ausgewandert bin nach Zypern. Mir fällt aber auch eine gewisse Situation ein. Damals bei meinem ersten Kongress, es war der Potenzialkongress 2021, ich war 20, als ich das Ganze geplant habe. Und ich weiß noch, wie ich angerufen worden bin von einem Sprecher, den ich angefragt habe. Also wer nicht weiß, was ein Online-Kongress ist, da führt man ja Interviews, die dann in einem bestimmten Zeitrahmen veröffentlicht werden. Und ich habe das Ganze quasi veranstaltet, habe auch die Interviews geführt. Und einer der Sprecher wollte vorher erst mit mir telefonieren. Und ich weiß noch, wie ich mich so in Anführungsstrichen so klein gefühlt habe und so ganz neu auf dem Gebiet. Und ja, gerade so die 20-Jährige, die da hier irgendwie so ein großes Ding aufziehen will. Und der Sprecher hat mit mir halt telefoniert und ich war total aufgeregt, war aber total schön. Wir haben auch ein tolles Interview danach geführt. Und ich weiß noch, wie ich, als wir aufgelegt haben, wirklich so gezittert habe, weil ich so gedacht habe, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber ich war so happy, weil das war so eine Angst, wo ich genau wusste, oh mein Gott, ja, da gehe ich jetzt durch. Und das ist, das weiß ich wirklich, da war wirklich Angst da und ein ganz klares Gefühl, ja, durch diese Angst gehe ich jetzt durch. Ich weiß, da wird was richtig Großes draus entstehen. Was ja auch letzten Endes dann auch der Fall ist. Auf jeden Fall. Und war. Genau. Okay. Ja, dann ziehe ich eine der Fragen auch vor. Was war deine Intention zum Potenzialkongress? Was war meine Intention zum Potenzialkongress?
Also ich habe gemerkt, ich hatte überhaupt keine Lust, nach dem Abi mich jetzt ins nächste System zu stürzen, sag ich mal. Also jetzt Studium, Ausbildung oder keine Ahnung, auch Angestellten sein. Also da bin ich raus. War ein schlechtes Beispiel. Naja, also das ist, ich weiß nicht, vielleicht, ja, du hast mir es natürlich auch vorgelebt, aber ich brauche einfach diese Freiheit und diese Selbstbestimmung in meinem Leben. Das heißt nicht, dass man nicht selbstbestimmt sein kann auf diesem Weg, aber es ist halt für mich nicht gerade der Weg der Selbstbestimmung gewesen. Mhm. Und deswegen habe ich mich halt auch einfach anders entschieden und habe gesagt, ich will gleich mein Ding finden. Und ich habe keine Lust, erstmal, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahre, das sind Dimensionen, die kann ich mir gar nicht vorstellen, an einem Ort zu arbeiten, wie das ja früher einfach so üblich war. Ich meine, das ist ja heute auch alles nochmal anders. Aber erstmal irgendwie was aufzubauen in Sicherheit, Angestelltenverhältnis. Ich habe einfach dieses Mindset nicht. Von vornherein nicht. Und das ist wohl auch mein großer Vorteil, dass ich halt in diesem jungen Denken, sag ich einfach mal, einfach losgegangen bin, was man als naiv beschreiben könnte, aber auch einfach als, ja, ich bin einfach meinem Herzen gefolgt. Und ich hatte einfach keine Lust, ach, das klingt richtig blöd, aber ich hatte keine Lust, meine Zeit zu verschwenden. Also ich habe ganze Arbeit geleistet. Ja, für mich war es so, ich will direkt loslegen im Leben. Ich will nicht erst noch, ne? Also ich weiß, dass es auch anders geht. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie schlimm, einen anderen Weg erstmal zu gehen oder so. So ist es nicht. Aber für mich war irgendwie von vornherein klar, und ich hatte ja auch die entsprechende Unterstützung, ich möchte es gern anders machen. Und ich möchte gern wirklich meinen Weg gehen, meinen Weg finden. Und ich will wissen, warum ich hier bin. Und mich hat da einfach so ein Drang verfolgt, diese Sehnsucht nach mehr und dieses Wissen wollen, was ist denn das Leben überhaupt, warum bin ich überhaupt da, jetzt bin ich mit der Schule fertig und bin so am Überlegen, was ist es denn jetzt, okay, wie geht denn das Leben jetzt weiter, jetzt kann ich ja wirklich frei entscheiden, was ich machen will, jetzt schreibt mir keiner mehr was vor. Und ich habe da dann auch schon gedacht, da gibt es doch sicherlich ganz, ganz viele andere, denen es genauso geht. Und mich hat so ein Feuer in mir ausgelöst, wo ich gemerkt habe, da gibt es doch sicher ganz, ganz viele, die auch mehr wollen. Da muss es doch mehr Leute geben, die so sind wie ich, die auch keine Lust haben, erstmal so einen konventionellen Weg zu gehen oder überhaupt einen konventionellen Weg zu gehen, die da rausbrechen wollen und einfach mehr vom Leben wollen. Und das war dann letzten Endes so diese Intention, wirklich diesen Kongress zu veranstalten, um eben Menschen zu erreichen und vor allem zu inspirieren, dass es auch anders geht. Mhm. Und dass man auch nie zu alt ist und auch nie zu jung ist. Das war mir auch vor allem wichtig. Also es ist ganz egal, was bisher passiert ist, wie jung du bist, was du alles schon gemacht hast oder welchen Weg du bisher gegangen bist. Es ist auf jeden Fall möglich, egal in welcher Lebenslage du bist, einfach das Größte draus zu machen. Mhm. Das war meine Intention. Wow, sehr schön. Dein größter Erfolg bislang? Oh, mein größter Erfolg. Wir befassen uns täglich mit unseren Anerkennungen, also könnte ich jetzt ganz, ganz viel aufzählen, weil es ist doch sehr präsent. Ich glaube, mein größter Erfolg, würde ich so beschreiben, ist, wie viel Liebe ich in meinem Leben zulassen kann. Mhm. Also wirklich, ich könnte jetzt viel, viel sagen, aber ich glaube, das ist so das, was am bedeutsamsten für mich ist und am bedeutsamsten für mein Leben. Weil ich eine Person bin, eine Persönlichkeit bin, die doch auch mal gern ein großes Ego hat. Und wo das Ego ist, ist kein Platz für Liebe.
Und Ego bedeutet Angst, Ego bedeutet falsches Selbstbewusstsein, ich bin besser als andere und sowas. Und Ego bedeutet auch ein Stück weit, ich bin klein und halt mich zurück. Also Ego geht ja in viele verschiedene Richtungen. Und in den letzten Jahren habe ich halt gemerkt, je mehr ich mich mit mir selber befasst habe, und umso mehr wurde ich natürlich auch mit meinem Ego konfrontiert. Vor allem in meinen Beziehungen merke ich das natürlich, bei meinem Partner, aber auch in der Familie und bei meinen Freunden, also in allen Beziehungen. Und habe gemerkt, je mehr ich über mein Ego drüber gehen kann, also über meine Ängste, über mein, ich muss besser sein als jemand anderes, um mich gut zu fühlen, und über das Kleinfühlen hinweg, über das, oh, ich darf nicht verletzlich sein, hinweg, oder schwach sein, oder klein, oder süß, oder was auch immer, über all das hinwegzusteigen und da wirklich Liebe zu finden. Also wirklich Liebe, auch in der Beziehung zu mir selbst. Und wie sehr das mein Leben bereichert hat. Und das klingt alles so kitschig, aber ich glaube, das ist auch das, warum wir wirklich hier sind. Also ich habe natürlich auch materielle Erfolge erlebt und erlebe sie auch immer wieder und so. Aber das Größte für mich ist das, was ich im Inneren erfahren und für mich gefunden habe. Also das ist unbeschreiblich und das muss man, glaube ich, auch erst einfach selber erleben, um es wirklich zu verstehen, was ich damit gerade gemeint habe. Wow, mega. Ja. Sehr gut. Dein größtes Learning bislang? Mein größtes Learning. Oh, da kann man auch so in so viele verschiedene Richtungen gehen. Mein größtes Learning. Ich würde sagen, mir fallen drei verschiedene Sachen ein. Her damit. Ich fange an mit dem, neugierig. Ja, was ich gerade schon gesagt habe, im Ego ist kein Platz für Liebe. Beziehungsweise anders formuliert, da wo Liebe ist, ist kein Platz fürs Ego. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Das zweite ist, wie wichtig Gefühle sind, dass Gefühle nicht einfach nur irgendwie da sind, und sondern dass meine Gefühle wahrhaftig das Wichtigste sind in meinem Leben. Komplett, also im Leben geht es ja eh immer nur darum, wie ich mich fühle, weil jeder einzelne Mensch hat das gleiche Ziel. Wir wollen alle einfach nur glücklich sein, auf die eigene Art und Weise. Und indem ich einfach fühle, was da ist, werde ich auf jeden Fall glücklich sein. Auch wenn ich Wut fühle, werde ich dann glücklich sein. Alles super weit, deswegen, ich will es jetzt hier mal dabei belassen, aber die Gefühle auf jeden Fall. Und das dritte, eine riesen Erkenntnis für mich, war das Thema Göttlichkeit oder Gott oder das Universum, das ja jedem von uns innewohnt, aber nicht im Sinne von, wie ich zum Beispiel auch früher gelernt habe oder so, wir sind irgendwie Menschen und wir tragen so einen Funken in uns und dann ist das alles irgendwie so das Gesamte, sondern wir sind das Gesamte. Und dass wir als Menschen, also klingt paradox, aber ich kann jetzt rausgehen in die Welt und bin wirklich die Verkörperung von allem, von Gott. Ich bin Gott, ich bin die Verkörperung von Gott und ich gehe raus. Und alles hat darauf hingewirkt, dass ich lebe und dass ich meins in die Welt bringe und dass das Universum sich durch mich erfährt. Und gleichzeitig gilt das genauso für dich in deinem Leben und für jeden anderen in seinem Leben. Und das hat dann auch nichts mehr, also wenn das hat nichts mit einem Götterkomplex zu tun oder auch wiederum das Ego, sondern es ist vielmehr dieses, ich bin ein Teil von diesem großen Ganzen, aber ich bin auch das große Ganze. Das große Ganze erfährt sich durch mich und will einfach nur Erfahrungen machen. Und so gehe ich einfach so durch mein Leben und weiß, dass immer alles genau richtig ist. Und das gilt für jeden einzelnen Menschen, nicht nur für mich und nicht nur für dich,
sondern für jeden einzelnen Menschen. Und den Gedanken finde ich sehr spannend. Mhm. Wow. Was inspiriert dich am meisten? Das Leben selbst. Das Leben selbst. Ich glaube, besser kann ich es nicht beantworten. Okay. Ja. Welches Land möchtest du als nächstes bereisen? Ich will unglaublich gern nach Japan, auch wenn ich davor irgendwie total Respekt habe, weil es einfach so weit weg ist. Und ich will auch unbedingt wieder nach Österreich, weil ich letztes Jahr ein paar Wochen in Österreich verbracht habe und erst kürzlich auch wieder Bilder von dort gefunden habe und mich so dort verliebt habe. Und ich will dort nochmal hin. Okay. Was bedeutet für dich Spiritualität? Spiritualität ist für mich eins werden und das Verständnis davon, was ich eben gesagt habe, dass das große Ganze sich durch mich erfährt. Und vor allem auch dieses Ego loslassen, weil wir dann auch gerne mal in der Spiritualität ein spirituelles Ego entwickeln, das auch in der Spiritualität wieder versucht, alles richtig zu machen und wieder versucht, Dinge zu erreichen. Aber darum geht es nicht. Sondern Spiritualität ist Leben für mich, das Leben und sich weiterzuentwickeln und das Leben zu gestalten, würde ich sagen, und zu hinterfragen und zu verstehen. Für mich ist das so ein, das ist, also so wie ich es jetzt beschrieben habe, ist Spiritualität mein Leben, weil ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, was ich mache, wer ich bin, wer da aus dem Spiegel rausguckt und warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Und natürlich auch in einem Aspekt von Weiterentwicklung und in Anführungsstrichen besser werden, aber vor allem auch, um zu verstehen, dass alles schon genau richtig ist und dass alles schon da ist. Und ja, ich einfach lebe und das fühle. Okay. Gibt es ein Ritual, mit dem du immer in den Tag startest? Oh. Zähneputzen. Zähneputzen. ein Ritual. Ich habe verschiedene Rituale ausprobiert und auch immer wieder eine Weile durchgezogen und dann auch wieder geändert und wieder was Neues gemacht. Was mache ich denn immer und immer und immer wieder? Es ist im Wandel. Es ist tatsächlich viel im Wandel. Was ich zurzeit gerade angefangen habe wieder, ist, ich habe so einen kleinen Handspiegel. Den nehme ich mir und sage mir selber in diesen Spiegel, was ich an mir liebe, was ich anerkenne, wofür ich dankbar bin. Und guck mich vor allem mal genau an, um mich auch kennenzulernen, einfach auf diese Art und Weise, weil mein Körper ist ja auch die Verkörperung meiner Seele, logischerweise. Und dadurch kriege ich ja auch einen sehr guten Einblick in mich selbst. Und das ist das, was ich gerade zur Zeit mache. Kommt dann auch mal eine Tarotkarte dazu. Wir fahren ja auch viel an den Strand. Es geht auch um Schreiben, Dankbarkeitstagebuch. Das sind aber alles Dinge, die mache ich immer oft so eine Weile lang und dann wieder weniger. Es wird vielleicht ersetzt, ich mache was anderes oder so. Aber wo ich jetzt wirklich sage, immer, ich glaube, dazu bin ich zu flexibel und formbar. Okay. Dein Geheimtipp, frei zu leben. Okay. Erstmal herausfinden, in welchen Situationen du dich wirklich frei fühlst. Und diese Situationen dann zu kreieren und bewusst zu suchen und sich frei zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dann auch gewisse Dinge machen, um sich freier zu fühlen. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass ich mal zu Hause aufräume und ausmiste. Alles, was mir irgendwie Unfreiheit gibt, was mich irgendwie selig belastet, in Anführungsstrichen, weil ich es besitze und es mich dadurch besitzt,
für mich ganz, ganz großer Aspekt von Freiheit einfach. Dieses, ich brauche nicht so viel, ich habe alles schon in mir. Und um wirklich frei zu werden, es geht ja darum, es geht hier auch wiederum um Gefühle. Und dann darf ich erstmal herausfinden, wann fühle ich mich denn überhaupt frei? Was lässt mich frei fühlen? In welchen Situationen? Wenn es mir dann auffällt, wenn ich mich so richtig frei fühle und was hat dazu beigetragen, was hat dafür gesorgt? Und dann kann ich immer mehr diese Situationen suchen oder kreieren und das Universum antwortet uns ja dann auch damit, dass es immer mehr solche Situationen zu uns schickt oder uns bringt. Und dann kann man immer so fein justieren, will ich es auch so haben oder will ich es anders? Und dann können wir reinspüren, ob das wirklich die Freiheit ist, die wir wollen oder ob da vielleicht noch was anderes dazu gehört. Okay. Wie möchtest du mal auf dein Leben zurückblicken? Also ich gehe davon aus, dass ich noch eine Weile hier lebe. Und trotz, dass ich... ich glaube, man verfällt leicht in den Gedanken so nach dem Motto, ich habe ja noch ganz viel Zeit. Ich vor allem... denke ich mal, je jünger man ist, desto eher, ich habe ja noch ganz viel Zeit, oh Gott, ne, ich bin 23, ich habe noch Zeit. Ich glaube, wir sollten nicht denken, ich habe noch Zeit, sondern wir sollten jetzt die Dinge tun, die wir tun wollen und uns das selber möglich machen, weil wir wissen es halt auch nicht. Ich will es ja jetzt nicht beschweren, aber es kann immer was passieren. Und deswegen sollte ich mich doch lieber darum kümmern, dass ich jetzt glücklich bin und nicht erst irgendwann später. Das ist auch der Grund, warum ich nicht in irgendeinen Job wollte, weil ich jetzt glücklich sein wollte. Und ja, einfach nicht erst in Rente gehen will und so und dann glücklich sein oder so, sondern wirklich mein ganzes Leben lang glücklich sein. Und das ist dann erstmal so in die Richtung gegangen, ich muss erst noch was erreichen, ich muss mir jetzt was aufbauen. Also eigentlich das gleiche Muster, nur eben anders. Und dann wollte ich halt, okay, ich will jetzt glücklich sein und wie mache ich denn das jetzt? Und jetzt gehe ich mal los und dann mache ich das und dann bin ich glücklich. Und dann will ich noch das und dann bin ich glücklich. Aber immer mehr kam halt dann die Erkenntnis, nein, das funktioniert so nicht. So wirst du nie glücklich sein, egal wie dein Leben aussieht, sondern es ist immer die Entscheidung, jetzt glücklich zu sein. Also wirklich jetzt, ich sag einfach, ich bin jetzt glücklich und ich sorge dafür. Und dann kommt wieder ein Gefühl vorbei von Angst oder Traurigkeit oder Frust oder was auch immer. Oder man hat halt Wünsche und Sehnsüchte und hat das Gefühl, man will die aber irgendwie erreichen, was ja auch absolut mein Weg ist und was ich auch absolut befürworte, in Anführungsstrichen. Aber es geht immer wieder darum, sich zurückzubesinnen, dass es jetzt ums Glücklichsein geht und dass es jetzt um Entspannung geht und um Freisein und Freifühlen geht und dass man auch versteht, dass man immer auf dem Weg ist, aber auch niemals ankommt. Außer man kommt halt jetzt an. Auf dem Weg. So. Das beschreibt es, glaube ich, am besten. Und so will ich halt auch, egal wann, ob in einem Jahr, in 10 Jahren, in 20 Jahren, so will ich immer auf mein Leben zurückblicken, dass ich den Moment gelebt habe. Und dass ich in dem Moment mir immer erlaubt habe, glücklich zu sein, ohne das an Bedingungen zu knüpfen und ohne das an bestimmte Ergebnisse zu knüpfen. Okay. Wir sind schon bei der letzten Frage. Deine Botschaft für die Welt. Ich glaube, die habe ich schon ganz gut zusammengefasst in den letzten Minuten. Meine Botschaft für die Welt. Es ist so viel mehr da, als wir manchmal glauben. Eigentlich ist alles da. Und alles, was wir uns wünschen und wovon wir träumen, ist ja auch schon längst da. Und wir haben so Sehnsüchte und manchmal denken wir, wir könnten es nicht erreichen. Und so ging es mir auch früher immer ganz viel, dass ich mir so viel gewünscht habe und es hat so weh getan, daran zu denken, weil ich immer gedacht habe, das funktioniert so nicht, für mich nicht oder das gibt es nur in Filmen oder für diese eine Person, ja, da funktioniert das aber für mich nicht. Und
das ist nicht wahr. Da ist ein Perspektivwechsel angesagt, dass wir einfach verstehen, dass wir diese Sehnsüchte nicht ohne Grund haben. Mhm. Das, was diese Sehnsucht so antriggert und auslöst, hat einen ganz einfachen Grund, dass es halt schon da ist, dass es schon irgendwie veranlagt ist in uns und es ist veranlagt, weil es gelebt werden will und weil das große Ganze, weil Gott, das Universum, wie wir es nennen möchten, sich durch uns erfahren möchte und durch unser Leben und uns diese Visionen, Träume, Sehnsüchte schickt, um eben genau das zu leben. Und dass wir wirklich das leben können und noch viel mehr, weil das ist erst so der Anfang von all dem. Mhm. Eine Sehnsucht, die wir haben, die kann noch viel, viel größer werden, oder das Ergebnis davon kann noch viel, viel größer werden, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Mhm. Und meine Botschaft ist, einfach loszugehen, egal wie es im Außen aussieht, egal wie alt oder jung du bist, egal was überhaupt ist, es hat ja alles seinen Sinn und wir dürfen einfach losgehen, wir dürfen es einfach möglich machen. Mhm. Wow, danke, danke, danke. Das waren 13 wunderbare Fragen mit noch wundervollen Antworten. Danke für die Inspiration, danke fürs Teilen. Und wenn du Fragen hast an uns, dann hinterlass es uns doch gerne im Kommentarfeld. Lass uns auch gerne hier in Kommunikation sein, hinterlass gerne auch deine größte Inspiration, deine Aha-Effekte. Mhm. Und wenn du Fragen hast, ja, hinterlass es uns, dann werden wir das in den nächsten Podcast-Folgen natürlich auch gerne aufnehmen und drauf eingehen. Wir sehen uns in diesem Sinne oder hören uns, je nachdem, wo du uns hier folgst. Ja. In der nächsten Folge. Wir freuen uns auf dich. Mach's gut. Bis dahin. Danke, danke, danke. Ciao, ciao.